Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Euer Lukas wieder hier und heute schauen wir uns mal wieder einen Füller an. Und zwar einen Füller von der Firma Diplomat. Ja, kommen wir erstmal zur Verpackung. Übrigens selbst gekauft, also nicht zur Verfügung gestellt. Wir haben hier einmal einen Metallschuber. Also hört sich zwar gerade wie Plastik an, ist aber Metall auf jeden Fall. Oben einmal das Diplomat-Logo und dann since 1922, also das Gründungsjahr. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich Blech oder so, aber fühlt sich gut an und ist schön hochwertig, so wie ich es mag. Dann haben wir hier nochmal diese kleine Klappkarte, auch nochmal mit der gleichen Beschriftung. Wenn wir die dann hochklappen, sehen wir auch schon das Modell, was wir haben, und zwar den Diplomat Excellence A2. So, den packen wir erstmal beiseite und schauen uns das hier mal weiter an. Also die kann man einfach rausnehmen, diese Klappkarte, und beiseite legen. Dann haben wir hier quasi so eine Zwischenetage, wo der Füller drauf lag. Und wenn man die dann entfernt, unten ist da nichts. Wenn man die entfernt, hat man hier einmal die Garantiekarte, wo jetzt quasi noch nichts eingetragen ist, aber was man dann ja quasi selbst eintragen kann und was dann halt vom Service eingetragen wird, ist eine gute Frage. Aber ja, auf jeden Fall, die ist drin. Und dann noch einmal zwei Patronen. Wahrscheinlich in der Farbe Königsblau. So, und dann packen wir das einmal alles wieder zurück, dass das alles wieder seine Ordentlichkeit hat. Und das beiseite und kommen eigentlich zum eigentlichen Star dieses Videos. Dem Diplomat Excellence A2, hier in der Farbe ja, schwarz mit vergoldeten Elementen. So, fangen wir an. Oben haben wir einmal das Diplomat-Logo. Ich würde sagen, das ist ein bisschen schief, aber größtenteils, also es fällt nicht wirklich auf. Fässt sich gut an. Die ganzen, also es ist komplett Metallgehäuse übrigens, und die ganzen goldenen Teile sind alle mit Gelbgold veredelt. Und als Lackierung halt eine mehrschichtige Präantlackierung, ordentlich poliert, dass das gut aussieht. Ja, Clip ist, wie man hier oben sehen kann, gefedert. Also der ist mehr als benutzbar und sehr angenehm. Hier haben wir einmal Diplomat draufstehen und dann nochmal wieder Since 1922 und auf der Rückseite Made in Germany. Und unten einmal eine, ja, Glanzfläche quasi. So, das Öffnen ist wirklich schönes. Es hat auch einen eigenen Namen, und zwar Soft Sliding Click. Also slidet und dann klickt es erst. Ja, fühlt sich auch wirklich gut an. Also da fehlt auch das Schraubgehäuse nicht oder die Schraubkappe, sondern das fühlt sich sehr, sehr gut an. Die legen wir mal beiseite und schauen uns dann jetzt mal die Feder etwas näher an. Ich zoome mal ein wenig ran. Also einmal das Diplomat-Logo, dann Diplomat und wieder Since 1922. In der Federstärke M. Das ist eine Jobo-Feder. Tintenleiter ganz normal. Übrigens eine Edelstahlfeder. Also es gibt den Diplomat Excellence A2 auch in einer Goldfedervariante, aber die ist dann doch nochmal ein Stück teurer, und somit habe ich mich dann für die Edelstahlvariante entschieden. Dann einmal den unteren Part öffnen, finden wir ja quasi den Konverter wieder. Der wird auch mitgeliefert, und ja, ganz normaler Konverter, Standard, schönes Gewinde, gut geschnitten und so weiter. Also top, ja, macht Spaß, kann aber natürlich auch mit Patronen betrieben werden für die, ja, weiß ich nicht, die jetzt Patronen benutzen möchten. Zähle ich mich auf jeden Fall nicht mit dazu. Wir machen mal einen kleinen Gewichtstest. Also im Gesamten jetzt mit Tinte drin 46 Gramm. Der Deckel an sich wiegt 18,36 Gramm, also auch schon ordentliches Gewicht. Und der untere Teil wiegt dann 28,19 Gramm. Ja, wie gesagt, jetzt mit Tinte drin. Von daher grundsätzlich schon ein wenig schwerer als normal. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zum Schreiben.
als Tinte. Muss ich kurz nachschauen, welche das war. Und zwar ist das, sorry für das Wackeln, und zwar ist das Diamine, ja, Essien Copper oder so wird das ausgesprochen. Also so eine braune Tinte, die aber mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Also wir haben hier den Diplomat Excellence A2 in der Medium Federstärke. Als Tinte haben wir die Diamine Ancient Copper. Ja, und dann mal einen kleinen Testsatz. Also, was man schon mal sagen kann, die Feder hat Feedback, das merkt man, das hört man, aber es ist kein Kratzen. Ja, also man kann es schon noch ganz, ganz klar von einem Kratzen unterscheiden. Also keine Aussetzer, ich hatte mit dem auch bisher wirklich, was Aussetzer oder sowas angeht, null Probleme. Der hat immer bisher gut angeschrieben, dass ich mich quasi ja nicht beschweren kann. Tintenfluss ist super, es kommt halt nicht zu feucht und nicht zu trocken raus. Also so, dass es immer noch relativ schnell trocknen kann. Machen wir natürlich noch einen kurzen Flex-Test. Also Flex ist da nicht rauszuholen. Außer man würde jetzt wahrscheinlich sehr doll aufdrücken, aber dann verbiegt man ja auch wieder die Feder. Von daher ja, eher nicht so zum Flexen geeignet, die Feder. Wie gesagt, aber auch nicht schlimm. Dafür gibt es andere Füller, die das mit Sicherheit besser können. So, können wir nochmal kurz gucken. Ja, also ich finde, er ist jetzt nicht zu feucht. Ja, genau richtig. So dass man damit gut schreiben kann. Das ist nicht gefühlt danach das halbe Tintenfass auf dem Papier, sondern es hält sich wirklich in Grenzen. Und man kann damit sehr, sehr gut schreiben. Ja, preislich, ich habe ihn für 165 Euro bei Pinoblo erworben. Auf der Herstellerseite kostet er 195 Euro und man kriegt ihn bei Amazon bestimmt auch noch günstiger. Ja, muss jeder wissen, wo er ihn kaufen möchte. Ich finde, bei Pinoblo ist man immer an einer guten Adresse dafür. Und da macht man auf jeden Fall auch nichts falsch. Man hat immer einen Ansprechpartner, den man auch anschreiben kann. Und ja, wirklich Topfüller für 160 Euro macht man da wirklich nichts falsch. Ja, das kann man ganz klar sagen. Damit kann man richtig schön, ich habe da schon durchaus 3, 4, 5 Seiten am Stück geschrieben. Und ohne Probleme. Und da haben dann andere Füller doch schon ihre, kommen dann schon an ihre Grenzen, auch was Gefühl angeht. Gewichtmäßig wiegt schon was, das kann man ruhig so sagen, aber auf jeden Fall nicht zu viel. Also so, dass man damit gut arbeiten kann und es nicht nach 10 Minuten schon gefühlt die Hand abfällt. Ja. Viel mehr gibt es von meiner Seite zu dem Füller nicht zu sagen. Vielleicht habt ihr den ja, könnt was dazu in den Kommentaren sagen. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und bereue den auf jeden Fall auch nicht. Ja, das soll es von meinem Video gewesen sein. Ich möchte euch ganz, ganz doll danken. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und natürlich ein Abo, wenn ihr noch keins da gelassen habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Bis später. Tschüss.